Guten Morgen, Leute. Kat ist immer noch nicht da. Sie sind immer noch in Heidelberg, also bei meiner Schwester, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob sie bei meiner Schwester ist oder bei ihren Freundinnen ist. Beziehungsweise mit ihrer Tanzgruppe, aber ist auch egal. Heute ist ein Tag vor Weihnachten. Und ich muss natürlich noch ein paar Geschenke besorgen, weil ich habe noch nicht alle zusammen. Ich habe so schon sehr, sehr viele Geschenke fertig. Aber es fehlen trotzdem noch ein paar. Ich hoffe, also ich bin mir sicher, dass es in der Stadt so viel los sein wird, weil es jedem bestimmt so geht wie mir. Aber egal, da muss ich jetzt durch. So Leute, jetzt bin ich wieder zu Hause und habe alle Besorgungen, Weihnachtsgeschenke gemacht. Also habe die restlichen Weihnachtsgeschenke gekauft. Die Stadt war gar nicht so voll, wie ich gedacht habe. Also, es war echt noch ganz angenehm so. Aber ja, genau. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Jetzt bin ich wieder zu Hause und habe mir ein Schokokaramellgetränk gemacht. Oh mein Gott, Leute! Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Ich habe sowas Süßes gerade bekommen von meinen Nachbarn. Und zwar haben sie mir eine Tanne gebastelt mit Ballistos innen drin. Voll süß! Voll süß! Hier steht drin für Anna Maria und Katharina von Domenico und Guglielmo. Oder Guglielmo? Ich kann den Namen nicht aussprechen, aber. Oder? Guglielmo. Guglielmo, Guglielmo. Egal, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, liebe Nachbarn, liebe Nachbarskinder. Wirklich voll, voll süß. Voll süß, oh mein Gott. Richtig, richtig süß. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich finde es so süß einfach. Oh mein Gott. Ah! Ich muss mir auf jeden Fall auch noch was für die einfallen lassen, weil sonst fühle ich mich voll, voll schlecht. Ja. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Oh mein Gott, ich muss so schmunzeln. Ich finde es so süß. Ich finde es so süß. Ich weiß nicht, ich finde es so süß. Keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Auf jeden Fall. Ich dachte mir, ich rufe jetzt mal kurz meine Mama an, weil eigentlich wollten wir uns treffen oder wollte eigentlich zu mir kommen, aber irgendwie ist sie nicht erreichbar. Egal, meine Mama geht nicht ran. Ich wollte mal zeigen, meine Katzen spielen voll gerne mit dem Teil. Aber, warte, ich guck mal, ob sie kommt. Doing, 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 doing. Ist die Kamera interessanter für dich? Also eigentlich spielen die voll gerne damit. Doing, 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 doing. Doing, 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 doing. Doing, 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 doing. Wie die da liegt, wie so ein. Uiuiuiuiui. Au! Wie ein Vampir. Aua! So Leute, ich werde mir jetzt was zum Essen kochen, weil Kat ist immer noch nicht weg, er ist immer noch weg. So. Und ich habe jetzt ein bisschen Hunger bekommen. So, und zwar werde ich mir Salmo, also Flak, also Nudel Carbonara machen, aber mit Lachs. So, jetzt habe ich hier Sahne in meinem Schrank gefunden, das ist aber nicht mehr haltbar. 11.12.2014, aber eigentlich hält es noch, also es kann aber sein, dass es noch hält, oder? Weil es ist ja Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt, also ich habe mal gehört, dass es mindestens 2 Wochen, aber trotzdem noch haltbar ist. Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Ich werde mal aufmachen und dran riechen, ob das haltbar ist, weil wenn nicht, dann ist Scheiße. Scheiße, Scheiße.
Nee, das riecht noch ganz gut eigentlich. So, das ist jetzt fertig. Das habe ich auch schon hier so serviert. Und lass mir das jetzt schmecken. Scheiße. Nala! Nicht meine Nudeln essen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich bin mal gespannt, ob das schmeckt mit der abgelaufenen Sahne. Aber ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Na gut. So, jetzt habe ich gerade ein Video gedreht, wie ihr sehen könnt. Und schaut mal, wie süß Mila ist. Sie ist eingeschlafen, während ich gedreht habe. Sie mag es voll am Bauch gestreichelt zu werden. Pat ist immer noch nicht da und es ist schon 19 Uhr. Ich glaube, ich rufe sie gleich mal an. Hallo? Hey, was geht? Spaß, ich bin leider nicht zu erreichen. Moment! Okay. Meine Schwester ist leider nicht zu erreichen. Oh mein Gott, ey, bald geht's auf die Philippinen. Ich freue mich voll. Ich bin mal gespannt, wie es sein wird. Weil irgendwie kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich auf die Philippinen gehe, dann ist es für mich so voll was Krasses irgendwie. So voll. Es ist für mich eine ganz andere Welt, eine ganz andere Kultur, ganz andere Leute, ganz andere Umgebung. Ich weiß nicht, es ist einfach so krass, wenn ich hier auf die Philippinen zurückgehe, weil es für mich so mit so vielen Erinnerungen verbunden ist einfach, dass immer wenn ich irgendwelche Leute sehe, dann denke ich mir so, krass, ey, krass, ich habe das alles damals durchgemacht irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Chillen mit Nala. Chillen mit Nala. Ich gucke gerade Broken Girls, oder wie das heißt. Hab meine Nudeln schon gegessen, war voll lecker. Und jetzt kommt dann auch gleich Lamia. Oh. Nee, bitte geh nicht. Gleich kommt Lamia und Kat kommt auch bald. Also bin ich bald nicht mehr alleine. Ah. So Leute, Lamia ist jetzt da. Hallo. Und Kat ist immer noch nicht da. Ich weiß nicht, wo die steckt. Bestimmt ist sie noch bei Leo oder so oder ist noch da vorbeigefahren. Und ja, jetzt chillen wir halt einfach mal so. Nein, hat auch nicht zu viel. Hallo. Voll mit Pickelcreme. Ja. Ich komme rein und Blair schon, wie die anfängt zu filmen. Ja. Hey, irgendwie. Ja, mein, voll komisch, das hört manchmal auf, einfach zu filmen. Zurzeit, egal. Hello! Wie geht's? Komm, ein Jogginghose. Wow! Man sieht nicht so selten in Jogginghose. Ja, ist voll komisch. Ja, wir warten noch auf Kat. Kat ist immer noch nicht da. Wo ist die? Alle. Ich weiß nicht, die war halt in Heidelberg mit meiner Schwester und jetzt ist sie wohl zu Leo kurz gegangen. Mal gucken, ich glaube, die bleibt auch da. I don't know. Ups. Das blubbert. Ich weiß zwar nicht, wessen Kamera das ist, aber ich esse gerade Bonbons. Und? Hä? Schlümpfe sind doch keine Bonbons. Hä, was soll das sonst sein? Gummibärchen. Ah. Doch. Ich werde die alle voll vermissen. Mich? Mhm. Mit allen seinen Pickeln. Ja. 2 Monate. Das kriegen wir hin. Oh, voll. Du. Ich kriege nicht in mein Abi. Ja, mein Abi. What? Auch hier muss gekatert. Oh, schon wieder.